tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Fiaro vor. Fiaro ist die Weiterentwicklung von Datiri und Dategnis und hat wie diese einen Feuerflugtypen, was ihm eine Doppelschwäche gegen Gestein, eine Schwäche gegen Wasser und Elektro, eine Resistenz gegen Feuer, Stahl, Fee und Kampf, eine Doppelresistenz gegen Pflanze und Käfer sowie eine Immunität gegen Bodenattacken gibt. Fiaros Basiswerte sind auf den ersten Blick nicht sonderlich überzeugend. So ist zwar sehr schnell, allerdings sind seine beiden Angriffswerte gerade mal unterdurchschnittlich bis durchschnittlich. Was Fiaro wirklich von der Masse hervorhebt, ist seine Fähigkeit Orkanschwingen. Diese gibt allen seinen Flugattacken plus 1 Priorität, wodurch Fiaro mit diesen stets zuerst angreifen kann. Die EV verteilen wir voll in Angriff und Initiative, dazu ein hartes Wesen, um den Angriff zu maximieren. Für Fiaro kann man so einige Movesets spielen. Ich persönlich bin kein Freund vom Standard-Moveset, also benutze ich dieses hier. Als Attacken habe ich Akrobatik, Flammenblitz, Stahlflügel und Schwertanz. Akrobatik erhält durch Orkanschwingen Prio und hat ohne Item doppelte Stärke. Flammenblitz ist die zweite Step-Attacke, die jedoch ein Drittel Rückstoßschaden mit sich bringt. Stahlflügel ist eine Coverage-Attacke gegen Gestein-Pokémon und Schwertanz boostet den Angriff um 2 Stufen. Als Item benutze ich eine einfache Citrubeere. Auch wenn Fiaro jetzt nicht sonderlich viel aushält, kann er dennoch meist eine neutrale Attacke wegstecken. Diese Runde kann man nutzen, um einen Schwertanz zu boosten und Fiaros Angriff auf 574 anzuheben. Die Citrubeere wird anschließend verbraucht und heilt Fiaro wieder ein wenig. Akrobatik hat nach dem Verbrauch der Beere doppelte Stärke und wird nun als Hauptattacke verwendet. Flammenblitz ist nur eine Notfalloption, da Fiaro mit wenig KP nicht mehr allzu viel Rückstoßschaden nehmen kann. Der einzige Grund, warum ich auf diesen Set Stahlflügel statt Kehrtwende spiele, ist, dass ich Fiaro nach einem Schwertanz nur ungern auswechseln möchte. Gestein-Pokémon kann man mit Stahlflügel zumindest noch ein schönes Abschiedsgeschenk verpassen, sofern man es nicht sogar damit K.O. setzt. Da Fiaro allerdings standardmäßig bei ziemlich allen Pokémon, in die man es normalerweise reinwirft, einen Switch erzwingt, kann man den Schwertanz sogar auf Boosten ohne Schaden zu bekommen. In diesem Fall nutzt ihr einfach so lange Flammenblitz, bis ihr unter 50% der KP seid, um eure Citrubeere zu verbrauchen. Bevor ihr Fiaro in den Kampf schickt, solltet ihr euch zuerst einmal alle Pokémon entledigen, die Init-Basis 111 oder höher haben und Prio-Attacken beherrschen, oder auch allgemein alle Pokémon, die Turbo-Tempo können. Dann solltet ihr außerdem so weit möglich alle Gestein-Pokémon so weit schwächen, dass ihr sie mit einem Stahlflügel erledigen könnt. Mega Ampharos ist generell aus dem Weg zu räumen, da ihr es mit diesem Moveset nicht einmal neutral treffen könnt und es außerdem sowohl Elektro- als auch Gestein-Attacken beherrscht. Insgesamt ist Fiaro ein Pokémon, das in jedem Team gespielt werden kann, das Tarnsteine vom Feld fegen kann. Das war's von meinem Fiaro und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.